geht, muss zu meiner Arbeit, ja? Oh, noch eins Krähenschutt auf dem Weg. Möchte jemand eins Krähenschutt? Hallo, möchte jemand eins Krähenschutt mit mir? Nein. Auch gut, ich muss mich beeilen. Alter Wunder, Mekkom im neuen Glanz, wunderschön. Mein Name ist Herr Harter, ich bin Mitarbeiter von Mekkom, dem beliebtesten und einzigen Fastfood-Restaurant in dieser Stadt. Ich werde Sie bedienen. Muhahaha. Verdammte Poppel. Hier ist ja keine einzige Sau. Anscheinend wissen die Leute nicht, dass wir wieder geöffnet haben. Vielleicht sollte ich Werbung betreiben, damit welche kommen. Ach. Nee, dafür bin ich gerade zu faul. Heiliger Ständer. Okay, okay, Boss. Ich werde sofort Werbung in der ganzen Community betreiben. Ich mache mich schon auf den Weg. Jungs, das beste Restaurant Mekkom hat wieder geöffnet. Ich hoffe, ihr kommt. Alles. Klar. Leute, ich habe einen viel besseren Ort, wo ihr rumbumsen könnt. Mekkom hat geöffnet. Und ihr könnt auch gerne die Frauentoilette nutzen. Aber bitte keine kleinen Mädchen, sonst kommt noch die Community-Polizei. Oh yeah? Sie sind ja wirklich eine hübsche Frau, also wirklich. So eine wie sie möchte ich gerne im Mekkom sehen. Ganz richtig, Mekkom hat wieder geöffnet. Bitte was, Mekkom ist wieder offen. Ganz richtig, Mekkom ist wieder da. Aua. Lol, das muss ich allen erzählen, wie geil. Ja, wir sind zurückgekehrt, hehe. Leute, Mekkom hat wieder geöffnet. Kommt alle in die Community. Sie auch, der Herr. Ohne ein So. Oh Mann, was für ein Tag? Hä? Was zur Hölle, wo ist mein Spiegelbild? Ich bin ein Vampir. Oh nein, ich bin ein Vampir, Hilfe. What the fuck? Jo, was zur Hölle, wenn Sie was essen wollen, müssen Sie vor der Theke und nicht hinter der sein. Seid ihr alle wirklich so hohl in der Birne? Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache erstmal Mittagspause. Ich komme später. Herr Harter genoss seine großartige Mittagspause. Sogar so sehr, dass er vergessen hatte, wieder weiterzuarbeiten. Tanzt ihr Bitches? Warte mal. Oh verfluchter Mist, ich muss doch noch arbeiten. Oh fuck, ich habe das voll vergessen, oh nein. So, jetzt kann ich endlich richtig arbeiten. Ja, endlich. Ja, endlich. Geht es los, geht es los. Lea Pebbi, Lea Pebbi. Lea, Alter, ich höre oben schon Schritte. Lea, wir überfallen jetzt diesen Laden. Warte, ich habe einen guten Plan dafür, lass mich das mal machen hier. Hier der Herr, willkommen bei Mekkom, wählen Sie eines unserer Scheißsortimente aus, Sie komischer Typ. Ich würde gerne einen so einen Gommeflurry bestellen. Klar, Digga. Gomme-Gomme-Gomme-Flurry, Tri-Dratrolala. Ach ja, so ein bisschen davon, oh yeah, mit meiner Sechselspucke dazu. So, die junge Frau hier, der Gommebumsi, das macht dann 70 Gomme-Coins, alter Wuda? Hier bitte. Nein, 90 Gomme-Coins. Aber Sie haben doch gesagt. Bis jetzt, egal, verpissen Sie sich, Alter. Willkommen bei Mekkom, was möchten Sie essen? Willkommen bei Mekkom, was möchten Sie essen? Alter, fuck you, alter, na, ihr. Ich möchte gerne einen Delta-Tee bestellen. Okay. Irgendwas stinkt hier ganz gewaltig. Und das ist diesmal nicht meine Unterhose. Ich glaube, der plant einen Überfall auf mich. Wahrscheinlich wartet sein Kollege schon oben. Vielen Dank. Ich muss jetzt vorsichtig sein. Gehen Sie jetzt. Ich sage das nicht nochmal. Bitte gehen Sie, Alter. Nein, nix. Hallo, ich möchte gerne einen. Mir, Sie Länderverbrecher, raus hier, verdammt nochmal. Okay, der Herr. Sagen Sie uns, was genau im Mekkom vorgefallen ist. Also, Herr Polizist, es war so. Und Sie sind hiermit festgenommen. Was? Sie werden wegen versuchten Totschlags,
sexueller Belästigung in einem Puff und wegen Einbruchs in ein Restaurant verhaftet. Wollt ihr mich verarschen?